Okay, ich starte jetzt. So, dann viel Erfolg, ne? Ebenso. Das kann was werden. Oh, du bist genau vor mir, ey. Kurz mal den Discord hier ein bisschen anders hinstellen. So, bitte kein Frühstart, Dento. Okay. Oh! Matt ist einfach stehen geblieben. Ich bin in ihm drin. Scheiße. Und fast in dir reingefahren. Ja, ich hab mich erschrocken, weil Matt stehen geblieben ist. Ach du Scheiße. Das war ja mal jetzt interessant. Oh, Platz 10, wow. Platz 16. Weil ich immer so Angst habe. Egal, immerhin kein Crash, ne? Das war mir wichtig. Ist bei dir alles heile? Ja, ne? Ja. Das ist wichtig. Aber bin gespannt, wie die Reifen bei mir halten werden. Beziehungsweise mein Benzin. Götter, ich habe, wie du gesagt hast, 0,3 Kilo weniger genommen. Wo habe ich Angst vor Ben? Nein! Und vor allem, ich kann Ben nicht mal sagen, dass ich hinter ihm bin. Der guckt dann in die Außenspiegel. Das ist super. Ah. Hey, warum ist Mücke raus? Oh, hinten fahren alle Hards oder Mediums, ne? Okay. Ja, ich bin auch auf Mediums geschaltet. Naja. Ich habe Pascal hinter mir, aber er ist gerade wird überholt von Paul. Der Red Bull ist einfach viel, viel schneller. Ja, Der natürlich. wird mich auch kriegen in zwei, drei Runden, wenn nicht sogar in dieser Runde noch. Der hängt mir jetzt schon am Hintern. Der kriegt mich auf der Gras. Ja, natürlich, hast du keine Chance, ne? Da hast du keine Chance, leider. Boah, Ben, was machst du da? Bei ihm habe ich das Gefühl, der fährt gerade Schlittschuh. Oh, sehr fair vorbeigelassen. Aber natürlich habe ich mich verbremst. Ja, Doggy, meine Güte, natürlich bist du dabei. Okay, Ben ist hinter mir, jetzt bin ich beruhigt. Ah, jetzt kann nichts mehr passieren. Schnitt, Auto kaputt. Puh. Hast du bei dir im Feld irgendwo Paul Panther? Ja, der ist genau vor mir. Ja, siehst du, was der für ein Auto hat? Der Red Bull. Red Bull, okay. Ist zwar nicht richtig, aber Hauptsache der kann mitfahren. Muss man dann später mal überlegen. Was hat der eigentlich gekriegt? Habe ich gerade nicht im Kopf. Irgend so ein Mittelfeldauto. Ah, Oder wieso ist das ist so ein der Top? Alpine so schnell? Jo, dankeschön. Achtung, Achtung, du bist mitten im Pult gerade. Das sind Wieso? vier. Oh, du Scheiße. Doggy ist raus. Zocki Dogger war mitten in mir drin. Das war nicht mit Absicht, Alter. Zocki Dogger war mitten in mir drin. Ach du Scheiße. Safety Car, okay, genau wie gedacht. Drosseln deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Zocker, die war mitten in mir drin, Alter. Ich hab's ja nicht verstanden. Du bist komplett wieder ins Feld reingezogen. Da waren drei Autos. Zumindest, was ich gesehen habe. Muss man später nochmal angucken. Ja, schade für Doggy. Das ist Ups. natürlich kacke. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der war mitten in mir drin auf einmal. Der war, also Geist. Als Geist war der mitten in mir drin. Okay. Wieso, weiß ich nicht. Ob es jetzt an mir lag, an ihm lag, keine Ahnung. Naja.
Ja, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Mein Delta ist bei plus 3 Sekunden. Naja, mal ein bisschen Reifen schon hier. Ja, Doggy Ector meinte, dass er bei dir, dass du bei ihm komplett unsichtbar wurdest und dann auf einmal ihn drin warst. Kann man später ja nochmal genauer angucken. Aber ist natürlich kacke, ne? Tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ups, Alter. Ja, er ist von rechts nach links reingezogen. Da kann man später nochmal gucken. Aber das ist ja alles im Stream. Zum Glück hatte ich die beste Sicht drauf. Gucken wir ja später an, ja, Doggy? Wenn was ist, dann einfach später an die Stewards. Weißt du, Samael, Daron und Shadi. Ach, ich hätte ein bisschen weniger Benzin mitnehmen können. Ah, du hast es selbst auf Stream. Ja, perfekt. Ihr dann gerne am besten Doggy davon Clip erstellen, dann an die Steward schicken. An die drei. Wie gesagt, ich halte mich da komplett raus. Ja, gut, aber es muss ja nochmal in die Box, ne? Ach so, mit hart meinst du, ja, ja. Mit harten Reifen. Gucken wir mal. Ach du Scheiße. Wo? Ja, nee, mein Fehler. Zum Glück nichts passiert. Geh an deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Nee, der Chillix war gerade auf einmal neben mir. Oder ja, ja. Ein Ferrari. Ich musste ihn gerade auch vorbeilassen. Das war gerade sehr schlau von mir. Ich habe natürlich einen orangen Flügel jetzt. Fuck. Mal weniger in den Chat gucken. Mach ich jetzt auch. Danke, Ben, fürs hinten reinfahren. Einmal noch alles heile. Jetzt ist Restart, oder? Oder noch nicht? Noch eine Runde? Sorry. Geh sofort an deine Position zurück, sonst erhalten wir eine Strafe. Während der Safety-Car-Phase ist das Überholen verboten. Geh an deine Position zurück. Entschuldigung, du musst vor. Warum auch immer du auf einmal jetzt vor mir bist, aber okay. Zurück an deine Position. Danke, Ben. Wir sind die Plätze 13 bis 16. Wir fahren so, wie es unsere Platzierung aussagt. Ja. Natürlich kann ich verstehen, Arctos. Kann ich verstehen. Och, Ben, was machst du da? Zum vierten Mal fährst du mir hinten rein. Ich habe Angst, zwischen zwei Ferraris zu fahren. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Können die mal langsam hier starten wieder? Endlich. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein.
Bellen zum fünften Mal. Und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay, geht los. Gut, konnte immer in drei Runden die Reifen schon drauf, ne? Ja. Einem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Wenn wieder Safety Car kommt, gehe ich sofort in die Box mit Harten. Habe ich mir auch schon gedacht. Zum Glück ist mein Frontflügel nur hellgrün geworden. Damit kann man ja locker fahren, wa? Ja. Oh! Pass auf! Doch, zum Glück war der unsichtbar. Ja. Ich hab mich richtig erschrocken, ey. Mhm. Achtung, Chili ist direkt hinter dir. Ich hab's gesehen. Ich hab Rückspiegel an. Also ich sehe den unter mir direkt. Kannst du einstellen. Mein Fehler, sorry, Matt. Du bist direkt hinter Chili, ne? Oder? Nee, mittlerweile ist Matt vor mir. Der ist halt super schnell. Ich hab den auch durchgelassen, heute habe ich keine Chance. Der ist so vorbeigeflogen. Jetzt ist Matt hinter dir, ne? Mhm. Ja, Chili hat schon anscheinend verbremst oder was, ich weiß es nicht. Naja, und Matt war ja auch gerade in der Box. Eine Safety Car Phase, der hat frische Mediums, das merkt man. Ja, ich verbrenne, ich hab den vorbeigelassen. Ich muss das mit dem Safety Car nochmal auf jeden Fall lernen, wenn die Boliden so nah vor mir sind. Muss ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ach Mann. Ja, passiert mir genauso immer in der ersten Kurve. Was ist denn jetzt bei Tiger passiert? Mit Tiger. War ich gerade rausgeflogen? Die Session verlassen. Wieder Internetproblem oder wie? Ja, kann sein. Shit. Wer hat wohl gerade den Pinöppel mitgenommen? keine Ahnung. Keiner, einfach so mitten auf der Straße. Ey, was mache ich hier gerade? Scheiße. Ich habe den mitgenommen. Bin in der Box, okay. Warum wohl? Der fährt mir vorne so weg, Matt. Also wenn ihr nicht noch ein paar rauslegen, wird das nichts mit Punkten heute.
Hat Chili sich verbremst oder warum ist er auf einmal so weit hinter mir? Ja, unter anderem auch. Einmal kurz. Genau wie ich. Grüne Flagge. Ich habe mich ein bisschen verbremst in der letzten Kurve. Samael will natürlich überholen und... Ja. Scheiße. Ich hasse diese Kurve, ehrlich. Ja, die letzte und die erste habe ich immer Probleme. Mhm. Achtung, Chili, links von dir. Sorry. Ja, Arctus, aber jetzt, ich habe mich halt wirklich verbremst. Das war halt mein Problem. So, komm, komm, jetzt noch schnell Chili mitnehmen hier. Komm, 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 komm. Nein! Ich fahre lieber auf sicher. Bevor ich es denn jetzt ja auch noch raushaue oder mich selbst raushaue. Schön überholt. Ey, der gibt mir einfach nicht auf, ne? Ja, Chili. Naja. Der kontert immer, wenn ich ihn überhole. Und natürlich mit einem Ferrari hat er es ein bisschen einfacher. Naja. Also meine lieben Zuschauer, bei mir seht ihr seltener die Top 10. Höchstens wenn sie uns mal überrunden. Schaut gerne bei den anderen rein. Ne? Oben angepinnt habe ich im Chat die anderen Streamer. Wobei von den vier, die angepinnt sind, ist nur Matt, glaube ich, in den Top 10. Aber auch Zockerdoggy, wobei Zockerdoggy fährt gerade nicht. Also ja, leider. Da ist irgendwas passiert, habe ich gehört. Leider. Und ich glaube, Tobias von dem Murden Boss streamt, wobei ich habe keine Ahnung, ob die auch einzeln solo streamen. Mann, immer wenn ich versuche, perfekt aus der Kurve zu kommen und Chili zu überholen, mache ich einen Fehler, Mann. Ich bin so kacke darin, wirklich Leute zu überholen, ne? Und fahre dann immer so viel schlechter. Boah, war das knapp. Achtung, Chili von rechts. Er versucht vorbeizukommen. Nee, okay. Komm jetzt aber, komm, komm, komm. Nächste Kurve würde ich ihn überholen. Na, jetzt habe ich, komm, jetzt habe ich dich, Chili. Nein, natürlich nicht. Scheiße. Wenn dann die Box fährst, gerne Bescheid geben, ne? Ja. Drei Runden noch. Drei Runden, okay. Denke ich. Also, Stand jetzt drei Runden. Mhm. Und danach nimmst du Softs oder wie? Harte. Harte. Okay. Weil, ich weiß. Lohnt sich das denn überhaupt? Warte.
Weil dann sind es noch 14, 15 Runden. Wenn du vielleicht noch ein bisschen länger fährst, kannst du locker Softs nehmen, oder? Denke. Bei mir haben Softs so 10, 11 Runden angezeigt, so maximal. Boah. Ja. Wobei, mal gucken, ne? Was die Reifen sagen. Vielleicht so bis Runde 20 mit den Mediums fahren, dann erst in die Box. Mist. Ich hasse diese Kurve, ehrlich. Ja, ja. Versuch die immer eng zu nehmen, aber verbremst mich so häufig da. Na. Auch, ne? Und wenn du in die Box gleich fährst, nicht, auch darauf achten, dass er nicht aus Versehen deinen Flügelschein repariert oder nicht repariert, ne? Falls du irgendwas hast. Ja. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde. Bei mir das immer passiert. Auch jetzt habe ich zum Beispiel hellgrün, womit ich locker fahren kann. Aber bei meinem Glück wird er den wechseln. Warte, ich hatte vorhin gesagt Runde 14, ne? Dadurch, dass Safety Car, habe ich ja meistens genau, zwei Runden mehr, glaub schon, ne? Und drei Runden sind wir gefahren. Dann müsste ich Runde 17 rein. Mhm. Ja, und ich würde wahrscheinlich so Runde 19 rein. Also kannst du ruhig machen. Einer ist Platz 10 ist gerade in der Box. Okay. Der ist jetzt auf 11. Ich komme einfach nicht an Chili vorbei, das ist unglaublich, ne? Ich fahre hier eine Scheiße zusammen. Ihr beiden seid irgendwann so synchron in der ersten Kurve euch am Verbremsen. Das sieht immer geil aus. Ah komm, den hast du jetzt gleich, oder? Ich hoffe es jetzt. Nein. Der ist in. Ich habe halt Probleme immer zu überholen, das ist halt mein Problem immer. Wenn jemand kurz vor mir ist und er früher bremst als ich, dann bin ich direkt in ihm drin. Okay. Ah, jetzt habe ich ihn, Ja, er ist verbremst, ich hab's gesehen. Ja, jetzt habe ich ihn. Manöver. Rückspiegel. Bei dir sieht das so einfach aus. Jetzt muss ich ein bisschen mal rausfahren. Ha! Komm, jetzt mal hier wegfahren. Also meine Reifen sind hinten 42-40, vorne 36-34, wie bei dir? 45-42 vorne, 43-41 hinten. Ist komplett raus. Fast. Was hat er gemacht? Ja, hier gerade in der Kurve hat er vergessen irgendwie zu bremsen, keine Ahnung, ist einfach gerade rausgefahren. Jetzt muss er erstmal rückwärts wieder rausfahren, also der ist schon mal weit weg. Okay, alles klar. Gott, da kann man entspannen, zumindest von hinten. Also wie sagt man die aus? 46-43 vorne. Mhm. Oh, okay. 44-42 hinten. Warum hab ich ja nur 38 vorne, krass. Das weiß ich auch nicht. Einfach 10%, krass. Aber du fährst auch auf Medians, verstehe ich. Ja, ja. Vielleicht fahre ich so reifenschonend, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich glaube, ich fahre zu oft in der ersten Kurve raus. Wahrscheinlich deswegen. Ja, das kann auch sein, ja, klar. Das ist nicht gut. Na gut, dann musst du auf jeden Fall früh an die Box. Ja. Also Götte, was denkst du? Götte, was denkst du, wie lange kann man auf Softs fahren hier? Achtung, ich bin links. Ich habe keinen Grip mehr, fahr vorbei. Da auch noch 5 Sekunden, okay. Oh shit. Na, nicht rausfliegen. Komm, fahr doch lieber an die Box, oder? Na, ich hab keinen Grip mehr. Ganz genau. Sonst kommt Samuel hier als 14. zu nah ran. Weil der war schon in der Box mit Softs. Ich bin auch überlegen, vielleicht gehe ich 3 Stops. Also Soft? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Naja. Moin Camaro. Ich weiß nicht. Bei mir meint jemand gerade auf Hart wechseln. Ne?
Vielleicht ist hart auch die sichere Variante. Ne? Ja, ich weiß nicht, wer noch alles in die Box geht, wie oft die in die Box gehen. Naja, also die hinter dir müssen auf jeden Fall noch. Hector, Samuel, Chili, Ben müssen auf jeden Fall noch. Dann nehme ich Soft. Naja. Safety Car, okay, ne. Kein Überholen und langsamer oder? Werden. Was machen wir jetzt? Halte dein Delta positiv, oh, während wir uns einreihen. Okay, ab keine in die Box. Sorge, das passiert auch den Besten. Ja. Auf deiner MFA findest du eine. Ich bin perfekt Strategie. Reingefahren, super. Sieh sie dir mal an. Ich versuch's mal, komm. Also dann gehe ich zwei Soft. Ja. Ich versuche nur Soft. Fertig, los jetzt. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Scheiße, wir sind sehr zufrieden. Gib jetzt Gas, die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta. Ey, wie der einen hier rauslässt. Damit riskieren wir eine Strafe. Erstmal eine Vollbremse. Sofort dein Tempo. Nein! Kehr sofort an deine Position zurück, sonst erhalten wir eine Strafe. Ich muss in die Box. Scheiße! Nein. Ach, ich hab nichts gesehen. Ja, sorry, ich bin einfach in Daran reingefahren. Komplett einfach mit Volltempo. Nein! Fahr vorbei. Verbindung unterbrochen, nicht verarschen. Ach, du Scheiße. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ah, gut. Ist das Kacke. Einmal die Safety Car kann ich gleich ein bisschen wieder aufholen. Alles klar. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Fuck. Kannst du noch schnell versuchen reinzujoinen, ne? Also die KI fährt bei mir auf jeden Fall in die Box von dir. Okay. Ach stimmt, ich fahr auch in die Box, ja super. Geil, jetzt muss ich erstmal auf dich warten. Schön. Ja, danke erstmal Arctos für den Clip. Mhm. Hallo? Dento? Ja? Ah, okay. Irgendwie mein Internet hat gerade, weiß ich nicht, was gemacht. Okay. Das Gute ist ja, dass man da mal wieder reinjoinen kann, wenn man einmal drin war. Ja. Ah, ich bin jetzt da. Ist das so, Arctos? Keine Boxenstopps mehr geplant. Nee, mein Problem war, ich bin gerade am Safety Car vorbeigefahren und ich dachte, das wäre Daron. Und ich dachte mir, okay, ich bin an Daron vorbeigefahren und ich habe nicht mehr gerechnet, dass er vor mir ist. Ja, ich hatte auch einen Safety Car auf einmal vor mir. Ja, es war kacke einfach. Naja. So, schnell aufholen hier. Jetzt mit Mediums durchfahren, fertig. Stimmt, Arctos, hast du recht, ja. Es stimmt, Daron stand einfach auf der Strecke. Ja, keine Ahnung, guck ich mir später mal an. Kann man danach ja auch den Stewards geben. Kann man den Clips geben. Bin mal gespannt, wie viel die am Ende des Rennens zu tun haben werden. Ich bin mal gespannt, was mit Zocker da rauskommt, ey. Naja. Ich halte mich da ja wirklich, wie gesagt, komplett raus, ne? Also. Vor allen Dingen, da du mein Teammate bist, sowieso. Ja, klar, ist verständlich. Aber ich weiß nicht, was da los war. Ich habe keine Ahnung. Der war auf einmal drin, ja. Als Geist und. Mhm. Ja, mir konnte man sehen, du bist erstmal, hattest irgendwie so einen Fehler, bist irgendwie rechts gewesen auf der Strecke und dann bist du so in drei Fahrer reingefahren, praktisch mittendrin. So sah es bei mir aus. Aber ich war gerade mitten auch selbst am Fahren, also muss man gleich gucken im Stream.
Grisamael fährt in die Box. Okay. Gut. Das macht natürlich Sinn. Ich hoffe, bei Daron ist nichts kaputt. Meinst du, er hat die Wacke kaputt gemacht jetzt, oder was? Ja, ich bin komplett in den Händen reingefahren, ne, mit voller Pulle. Okay. Und ich habe den Schaden auf komplett. Also, dass auch sein Heckflügel unter anderem kaputt gehen könnte. Ne? Ach so. Safety Car soll bitte noch warten. Bist du wieder drin? Ja, ja. Okay. Bin wieder drin. Ich weiß nicht, was wartet da auf mich. Ich weiß nicht, was da gerade los war mit meinem Internet. Aha. Hab ich im Discord auch gemerkt. Ganz rein, raus. Hä, was ist jetzt los? Okay. Hab ich noch nie gehabt. Also, was heißt noch nie? Aber selten. Ist immer nur gefährlich, wenn das passiert, wenn gerade wirklich direkt vor und hinter dir jemand ist, ne? Weil bis er die KI übernimmt, fährt er einfach. Bei allen vor mir ist ein X. Dann bist du wahrscheinlich nicht drin. Du fährst gerade ein Rennen alleine. Ich schau mal gleich, wenn ich bei dir bin. Wie weit ist Ben hinter dir? Du bist. Ben ist gar nicht hinter mir. Okay, bei mir ist Ben 14. Ich seh Ben nicht. Samuel ist bei mir 14. Ja, also, Samuel war in der Box, ist jetzt 16. Hä? Das heißt, du bist gerade irgendwie komplett raus. Du kannst versuchen, nochmal bei mir beizutreten. Okay. Aktos, sieht es bei denen genauso aus wie bei mir oder bin ich jetzt der Einzige, der raus ist? Das ist ja auch witzig. Wie jetzt? Wenn ich das am Ende dann ich derjenige bin, der draus ist, ne? Ne, wobei, wie es ausschaut, alle anderen sind hier drin. Nur du wirst bei mir angezeigt als nicht verfügbar. Ja, super. Muss ich zurück ins Hauptmenü, ne? Naja. Ja, alles gut, Arctos hat sich erledigt. Was ist denn hier los? Was macht Daron da? Der fährt einfach nicht, der bleibt die ganze Zeit stehen. Hä, darf er das überhaupt? Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen. Okay, der kommt diese Runde rein. Der ist ja perfekt. Denk dran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Okay, deine KI macht auf jeden Fall merkwürdige Sachen. Das aussieht. Hä? Ja, wir haben noch Safety Car und deine KI fährt so scheiße langsam, dass wir gar nicht an den anderen rankommen. Wir haben jetzt 10 Sekunden Rückstand auf den anderen. Ach, Ben, fahr einfach vorbei, der ist unsichtbar. Jetzt ist Daron unsichtbar, was macht ihr da? Geh an deine Position zurück. Ben, überhol mich. Die Safety Car Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Überhol mich, Ben. Was ein Chaos. Ja, super. Was ist denn jetzt hier los? Nein, was machst du da, Ben? Du musst den Platz wieder hergeben. Das Überholmanöver war regelwidrig. Wie grüne Flagge, wir konnten noch weiterfahren. Nee, ich freue mich schon auf Monaco. Ja. Ich glaube, da werde ich die Leute wirklich mal fragen, ob die mal so zwei Rennen machen. Und Ben hat sich gedreht, alles klar. Lass mich rein, ich bin die 16. oder so. Oder letzte. Bei mir ist 16. Adler, danach kommt Ben, ich, Daron, Samuel. Du bist irgendwie 11. oder 10. Okay. Anscheinend kommst du nicht mehr rein, ne?
Voll kacke. Komisch. Tiger ist reingekommen, ne? Bei mir stand aber auch nicht mal, dass du die Verbindung verloren hast. Am Ende schafft die KI Punkte. Komm schon, KI Actor. Ein Punkt ist drin. Okay, Abstand zum Teamkollegen 7,9. Was ist das jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ich spare ja richtig Benzin. Ich hätte locker ein Kilo weniger nehmen können. Oh, Chili. Was war das denn gerade wieder? Halleluja. So, jetzt. Sauber gemacht. Ja, auf der Geraden habe ich keine Chance gegen Ferrari. Das ist doch voll kacke hier. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ich glaube, du bist gerade in den Punkten bei mir. Okay. Nein! Fuck. Ja, bis 10. Wie kann ich denn noch nachjoinen? Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir wird, wie gesagt, bei mir wurde nicht mehr angezeigt, dass du die Session verlassen hast. Ja, das stelle ich mich auch nicht. Ja, ja. Das ist kacke. Ende? Kannst ja vielleicht nochmal versuchen, aber. Kannst ja sagen, wenn du reingejoint bist, dann sehe ich ja auch, was bei mir steht. Ja, ja. Bist auch, glaube ich, der Einzige, bei dem das passiert ist. Merkwürdig. Ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Naja, klar.
Ich weiß nicht, wie ich wieder reinkomme. Das ist kacke. Du bist immer über EA gejoint? Ja. Okay. Aber auch so die letzten Wochen, wenn wir mal mit anderen Leuten Lobbys gefahren sind, hatten die auch einige das Problem, dass die rausgeflogen sind. Dann sind die irgendwie von alleine weitergefahren, ne? Ihr eigenes Rennen. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Okay. Also hattest du auch Probleme mit Discord? Ja, ja. Okay, dann liegt es wohl nicht an Formel 1. Aber das andere, was ich nicht verstehe, der Twitch-Stream ist weitergelaufen. Naja. Das Ding, was ich nicht verstehe. Oh, Samal ist raus. Okay, ein Platz mehr. Safety Car! Ach, geil. Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Nee, ich fahre nicht in die Box. Halte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Okay, also langsamer werden, Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Soll ich Softs nehmen? Scheiße. Ich probiere es einfach, scheiß drauf. Einfach dreimal Safety Car, was ist hier los? Fahr raus, fahr jetzt raus. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. Vor allem verstehe ich nicht, letzte Woche Dienstag hatte ich keine Probleme, weißt du? Ja, ja. Ausgerechnet heute. Super. Ja. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Puh. Oh, die scheiß Delta nervt immer so. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Also Arktis, wenn du willst, kannst du später auch gerne da als Steward ein bisschen mitdiskutieren im Discord. Du hast ja einige Sachen gesehen. Kannst ja neutraler gucken. Fährst ja nicht mit.
Durchfahrtsstrafe, Madden Bros. Wie schafft man das denn mit einem Rennen? Gute Frage. Was muss man da eigentlich machen? Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Boah, 11. ein Platz nur, komm. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich finde es auch nicht eine Season-Liste, wie das Rennen. Hm? Ich finde das Rennen nicht mal, keine Ahnung. Das ist komisch. Aber ich habe Online-Verfügbarkeit alles. Ich kann sehen, dass du online bist, ich kann sehen, dass Teil ja. online ist. Steht nicht. Ich wollte einfach wieder eins von diesen blöden Bugs hier, ne? Das ist mal so scheiße programmiert. Ja, ist aber auch unfair, dass die KI gegen die fährt quasi, weil ich fahre ja nicht. Ist ganz gut aus, gerade Safety Car ist, je nachdem was wir Strafen die vor uns kriegen, machen wir vielleicht noch Plätze nach dem Rennen. Ja. Schließen wir ein wenig zum Feld auf, wir fallen zu weit zurück. Denk dran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Boah, Chili 7. einfach. Das ist krass. Okay. Ja, wir sind immer noch in der Safety-Car-Phase, ne? Ich glaube, gleich. Ja, genau, in diese Runde geht die rein. Dann haben wir noch 2 Runden. Wäre krass, wenn der Punkte holt. Das stimmt wohl. Wer hat das denn geschafft? Ich glaube, der ist einfach nicht in die Box gefahren. Etwa 4 Runden. Safety-Car kommt in dieser Runde rein. Safety-Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety-Car-Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. So, jetzt noch 2 Runden irgendwie schaffen. Jetzt in den Top 10, weiter so.
Okay, alles klar. Ach scheiße, jetzt hätte man den Boxenshop sparen können, dann wäre ich 7. oder 6. Er hat Chili auch gemacht. Er fährt ganze Zeit auf harten Reifen immer noch, hat aber 5 Sekunden Zeitstrafe, also Punkte wird er eh nicht schaffen. Das heißt, Stand jetzt hätte ich Punkte. Geil, Tiger hat sich gedreht. 2 Punkte Stand jetzt. Oh. Sauber. Ja, das kann ja nicht mal im Internet liegen. Ich komme ja nicht mal mehr Mehrspieler Grand Prix mit. Okay, letzte Runde. Bringen wir es zu Ende. Man sagt ja nicht umsonst Bugmasters, ne? Ich versuche die ganze Zeit zu verbinden auf der PlayStation, aber gibt nichts. Also wenn ich auf Spielen drücke und dann auf Mehrspieler, keine Verbindung zum Online-Dienst. Aber meine PlayStation ist mit dem Internet verbunden. Habe ich gerade extra nachgeguckt. Und ich bin ja noch im Discord. Ja, eben. Was macht Chili da? Da hat er sich verbremst und einfach 2 andere mitgenommen. Ich habe alle 3 überholt. Danke, Chili. Du hast auch mich überholt. Du bist gerade 8. Ich bin 9. Okay. Geil. Ja, ich weiß nicht, wie wir das werten sollen, weil ich feiere nicht mehr seit der. Ja, klar, aber trotzdem muss man das irgendwie bewerten. Also. Und ich weiß ja nicht, was da mit Zockerlogie rauskommt. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Naja. Ich verstehe es bis jetzt ja nicht. Tiger, danke fürs Drehen. Ja, super, jetzt bin ich 11. Geil. Und 12. Okay, keine Punkte für mich. Geil. Na, super. Gerne auch klippen, irgendjemand im Chat. Vor allen Dingen, wenn ich in der PlayStation auf Freunde gehe, sehe ich Tiger online, noch einen Freund von mir online und noch jemanden, wo ich mir denke, ja, meine PlayStation ist auf jeden Fall online. Wieso geht's bei F1 denn nicht? Naja, klar. Herr Arctos, kannst du auch von dem Dreher gerade einen Clip machen? Hat Credo gewonnen. GG. Ach, einfach der Ersatzfahrer hat gewonnen. Oder? Nee. Wo ist er denn? Hey, wo ist denn Credo? Ja, auch Adloy, Daniel. Auch sehr kurios. Heute ein Update und auf einmal passiert mir so ein Scheiß. Weiß ich nicht. Ja. Mann. Wer war denn lieber jetzt hier? Hä? Oh, ich auf. Das Haas-Team ist hier. Deswegen gesagt, aber waren die beiden jetzt hier? Wir gehen jetzt gleich hoch, also wir können uns gleich oben treffen. Okay, ja, dann gehen wir alle hoch. Es geht um Luke, mehr sage ich nicht. Weil ja, wie der fährt, ist es nicht normal.